Ha, wo bin ich hier? Ich bin auf einem Schiff gefangen. Stern von Ferdok. Auf der Stern von Ferdok bin ich gefangen. Ich bin ein Sklave des Kapitalismus. Befreit mich. Ach so. Obwohl ich schwarz bin, bin ich ja gar kein Sklave. Ach, ich bin ja in einem Let's Play und auch in einer neuen Aufnahme. Und zwar von Let's Play Drakensang 2 am Fluss. Der Fluss der Zeit. Mysteriös, der Fluss der Zeit. Ist es dieser Fluss oder vielleicht der Fluss da hinten? Oder ist das nur ein See? Oder vielleicht sogar der Ozean? Der Ozean des Lebens oder der Hoffnung oder des Todes und der Sinnlosigkeit? All das und noch viel mehr. Wahrscheinlich eher nicht das, aber auf jeden Fall sehr viele, ganz viele andere Sachen werden wir gleich erfahren. Und zwar, wenn wir, hatte ja gesagt, in der letzten Folge versprochen, wenn wir, denke ich jedenfalls, bestimmt habe ich irgendwas in der Art gesagt, ich hoffe es, sonst vergesst es einfach, wenn wir von dieser Planke heruntergehen und mit diesem netten Herrn, mit Kapitän Albas reden. Und das Beste ist, er redet auch zurück mit uns, denn es gibt Sprachausgabe. Gut, dass auch ihr von Deck tretet, junger Mann. Wir wollen ein letztes Nachtlager aufschlagen, bevor wir morgen Nadoret erreichen. Da wäre allerdings noch eine Sache. Und zwar eure Stimme, denn ihr habt eine Stimme. Gut, das weiß. Ja, hier, wie sagt man denn, das erste Bild, das erste Dialogfeld, da war ja immer noch Sprachausgabe, aber jetzt gleich... Ihr hattet mir zugesagt, euch während der Reise nützlich zu machen. Was? Das hatte ich zu eurem Glück ganz vergessen. Sonst hätte ich schon viel früher Arbeit für euch gehabt. Wie, das habe ich nicht gesagt. Also, habe ich gesagt, dass ich, ja gut, dann ist natürlich... Sprachausgabe, ich freue mich, es ist einfach so geil. Natürlich halte ich mich an mein Wort, guter Kapitän. Was kann ich für euch tun? Um euer Gedächtnis scheint es nicht gut zu stehen. Ich höre zum ersten Mal von dieser Abmachung. Da ist es natürlich die Frage, ob wir den gutmütigen, barmherzigen, guten Weg oder eher den... tyrannischen, diabolischen, gemeinen, bösen Weg einschlagen wollen. Ich tendiere ja einfach mal zu meinem Gewissen. Und ich meine, wenn der Typ das sagt, ich meine, ich weiß es ja nicht. Ich habe ja anscheinend mein Gedächtnis verloren. Oder ich weiß jedenfalls nicht, ob ich diese Abmachung gesagt habe oder nicht. Ich weiß aber eben auch nicht, ob ich sie nicht gesagt habe. Dementsprechend, komm, wir machen's. Ich meine, er hat uns so schön und unversehrt hierher gebracht. Von dem her können wir mir auch ja ein bisschen Arbeit abnehmen. Also, das ist jetzt ja nicht die Welt, die wir retten müssen oder so. Hoffe ich mal. Ihr sollt nur dem alten Piet helfen, das Nachtlager zu bereiten. Ich will morgen beim ersten Licht wieder aufbrechen. Denn unsere besser zahlenden Passagiere haben es eilig. Bitte was? Wer zahlt denn mehr als ich? Die zahlen doch überhaupt nicht. Sind das alles Matrosen und Landratten? Kapitän, ich hätte noch eine Frage. Verstehe, ich gehe dann mal. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, warum können alle Charaktere auf einmal sprechen? Ah, der Wissensdrang der jungen Leute. Frag nur. Ach, ist das schön, Sprachausgabe in Drakensang. Es ist so geil. Ich strahle hier gerade wie so ein Honigkuchenpferd. Was gibt es über Nadoret zu erzählen? Warum legen wir nicht in Ferdok an? Warum müssen wir überhaupt ein Nachtlager aufschlagen? Vielleicht, weil es Nacht wird und wir ein Lager haben wollen. Und nicht auf den harten Holzplanken schlafen wollen. Aber kannst du ja gerne machen, wenn du es willst. Das wird dir wahrscheinlich niemand verbieten. Das war's, Kapitän. Ich frage Piet, was du tun ist. Nun, was soll ich sagen? Ein hübsches, kleines Handelsstädtchen am großen Fluss. Regiert vom ehrwürdigen Baron Dajin von Nadoret. Habt ihr noch andere Fragen? Ja, und zwar das Nachtlager. Warum, wieso, weshalb und warum ich? Nun, es ist Nacht. Und bei Nacht ist man am besten an Land. Piet sagt, der Flussvater hasst es, nachts geweckt zu werden und holt sich die Schiffe, die seinen Schlaf stören. Ich sage, nachts sieht man die Steine nicht. Und ich sage, nachts will ich schlafen, weil ich müde bin. Habt ihr noch andere Fragen? Sind wir uns ja alle einig? Nein, vielen Dank, das war's fürs Erste. Ich widme mich nun an Piet, wenn ich ihn denn finde. Schneller, Hein. Bei dem Gehämmer kann doch niemand schlafen.
Bis dahin muss alles repariert sein. Verstanden? Oh, jawohl, Kapitän. Mit dem Hainblöd haben wir natürlich, ja, haben wir schon, haben wir schon tausendmal angequatscht und den ganzen Sachen. Doch diesen Blick. Brauchen wir denn wirklich ein Feuer? Ich meine, so kalt ist es doch gar nicht. Och, Jana, noch nicht. Streng dein Köpfchen mal ein bisschen an. Denk doch daran, dass es kälter wird und an meine alten Knochen. Ach ja. Mach ich ja, aber wir haben keinen Zunderschwamm mehr. Das kann doch gar nicht sein. Du hast doch in Ferdok noch welchen gekauft. Oder etwa schneller, Hein. Bei dem Gehämmer kann doch niemand schlafen. Bis dahin muss alles repariert sein. Leid. Verstanden? Willst du mir allen jawohl, Ernstes Kapitän. Erzählen, dass wir kein Feuer machen können? Du dummes Mädchen. Warum rückst du erst jetzt damit raus? Weil... Vielleicht ist das sowieso besser jetzt. Ein Feuer könnte doch auch Gefahren anlocken, weißt du? Jetzt erzähl mir nichts, nur um dich vor der Arbeit zu drücken. Ich kenn doch diesen Blick. Pete, brauchen wir denn wirklich ein Feuer? Ich meine, so kalt ist es doch gar nicht. Och, Jana, noch nicht. Streng dein Köpfchen mal ein bisschen an. Denk doch daran, dass es kälter wird und an meine alten Knochen. Hihihi, Alter, die haben ja alle Diamanten dabei. Aber gut, die wiederholen sich. Wir haben keinen Zunder. Sind Sie Matrose Pete? Ich hätte da eine Frage. Entschuldigung, beachte mich. Wer, was? Ah, dich kenne ich doch vom Schiff. Und dein Name war... Genau, Scully, wie konntest du das vergessen? Ich hab's dir doch 50.000 Mal gesagt, dass du meinen Namen nicht vergessen sollst. Ich hab's dir hinter die Ohren geschrieben, auf die Netzhaut tätowiert und an deine Tür knagelt. Mensch, Pete, was soll nur aus dir werden? Ach ja, genau. Du hast dem Kapitän nicht genug zahlen können. Und ich darf dich deswegen zum Arbeiten einspannen. Entschuldige, wie konnte ich das vergessen? Aber es gibt ja zum Glück keine Arbeit. Also ich gehe dann mal wieder. Tschüss. Ja, der Kapitän war so freundlich. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ja, wir müssen uns jetzt ja nicht so kurz vor Ende der Reise mit den ganzen Leuten verscherzen. Freundlich. Na, wenn du dich über Schinderei freust, kannst gern auch noch meine Arbeit mitmachen. Ja, also so wichtig ist es jetzt auch nicht. Oder auch nicht. Sonst geht nachher noch mehr daneben. Genau, mach's lieber selber. Schließlich hat schon jemand in Ferdok am Hafen Wetten abgeschlossen, statt mit dem Geld Zunderschwamm zu besorgen. Was? Was muss ich da hören? Ja, nein, das stimmt nicht. Das Geld wurde mir gestohlen. Und über den Schrecken habe ich den Zunderschwamm vergessen. Wirklich? Mhm, gestohlen also. Na, wenn du meinst. Ich habe auch keinen Zunderschwamm. Wie kann ich helfen? Zunderschwamm-Man schreitet zur Tat. Warum ist der Zunderschwamm jetzt so wichtig? Willst du, dass ich mir einen Dumpfschädel hole bei der Kälte? Ja. Oder die wohlbetuchten Herren da hinten? Ja. Ohne Zunder? Kein Feuerchen. Klar. Oh, schade. Ich dachte... Mein diabolischer Plan geht leider nicht in Erfüllung. Ich wollte jetzt eigentlich alle an dem Feuer hindern, an der wohlenden Wärme, sodass sie sich einen Dumpfschädel holen und elendig dahin rotten und ich sie dann beklauen kann und mich an ihrem Besitztümern ergötzen. Nun, jemand wird jetzt auf dieser Insel irgendwo trockenen Zunderschwamm finden und du gehst mitsuchen, damit nichts schief geht. Mach's doch selber, damit's nichts schief geht. Denk ja nicht, dass ich mich nicht alleine traue. Ist nur wirklich langweilig sonst. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich bin so ein heiterer, Gesell, dass da niemals langweilig werden kann. Bring die kleine Jahrheile wieder, hörst du? Ich kümmere mich drum. Was ist mit mir zu tun? Ohoho. Die Jana hat jetzt genug Schimpfe bekommen. Ja, ich pass ganz dolle auf sie auf. Sicher doch. Jana, war das dein Name? Machen wir uns auf den Weg. Warum gehst du eigentlich nicht mit ihr suchen? Das ist doch mal eine gute Frage. Ich meine, du stehst doch eh nur hier rum und beleidigst sie und willst ja irgendwelche Aufgaben aufschwatzen. Also du bist mir ja mal ein netter Matrose. Weil meine Knie vor Vergnügen quietschen bei dem Gedanken. Deswegen. Nun husch, weg mit dem jungen Gemüse. Hier ist doch kein Gemüse, hier ist doch nur ein junges Kind.
Ja. Und dann kannst du mir erzählen, was er dir geflüstert hat. Los geht's! Bitte was? Du wirst dich hüten. Und Jana, trödel nicht so viel mit deinem Gequatsche, sondern such! Wer hat mir was geflüstert? Hab ich irgendwas verpasst, oder? Schneller, Hein! Bei dem Gehämmer kann doch niemand schlafen. Bis dahin muss... Jetzt sag schon, was hat er dir zugeflüstert? Wer denn, was? Wer hat mir was zugeflüstert, der Matrose gerade? Ein bisschen mehr Respekt, bitteschön. Schlimm genug, dass wir deinen Wegen herumsuchen müssen. Ich soll dich nicht mit Grimassen erschrecken. Kennst du schon das Drachenmonster? Mit dir wird's wirklich nicht langweilig. Das habe ich ja gesagt. Meine Idee wäre, dass es hinten bei der Turmruine Zunderschwimme gibt. Lass uns da mal nachsehen. Okay, dann gehen wir zuerst in die andere Richtung. Ne? Wir haben ja Zeit, wird ja nicht Abend oder so. Jetzt geht's hier lang, da hinten ist die Turmruine. Ich habe schon mal Demo gespielt, da war das alles. Bis dahin muss alles repariert sein. Das quatschen die hier alle durcheinander. Ich kann es ja, wie gesagt, immer noch ein paar Mal sagen. Ich habe... Hey, wo bist du? Pass auf, sonst verlieren wir uns noch im Halbdunkel. Ich bleib hier stehen. Sonst findest du mich nachher nicht mehr. Komm doch einfach mit und halt am besten dabei die Klappe, wenn ich gerade rede. Und zwar, das Ganze war ja schon in der Demo, wie ich gesagt habe. Die hatte ich ja schon mal gespielt. So die ersten 3 Stunden oder so in etwa. Und von dem her weiß ich, dass da hinten die Turmruine ist. Und deswegen gehen wir natürlich erst einmal hier lang und belauschen die 3 feinen Herren dort vorne. Sofern Diana uns die ganze Zeit reinquatscht. Die anscheinend mehr Geld haben als wir. Nicht dabei. Bis dahin muss alles repariert sein. Verstanden. Ich kann das jetzt noch weiterhelfen. Handelsreisende. Wichtiger als du bist, Scheicher. Mag sein, dass wir dich noch brauchen. Aber allein wirst du sicher nicht losziehen. Hallo, was sagst du dazu? Oh. Was ist das? Wir müssen... Hey, wo bist du? Pass auf, sonst verlieren wir uns noch im Halbdunkel. Ich bleib hier stehen. Sonst findest du mich nachher nicht mehr. Warum wir meiner Arbeit nachgehen? So wie wir beide mir am Schritt und an den Fersen klebt, dann würde ja selbst Fetz scheitern. Tja, das hättest du wohl gern. Keinen Augenblick werde ich dich aus den Augen lassen. Schneller, Hein. Wenn's nach mir bei ginge, wärst du sowieso nicht dabei. Bis dahin muss alles repariert sein, verstanden? Im Dunkeln. Jawohl, Kapitän. Ich kann euch jetzt noch weiterhelfen. Hey, wo bist du? Pass auf, sonst verlieren wir uns überhaupt. Könnte es sein, dass wir mindestens 2 der beiden Herren dort kennen? Ja, ein wunderbarer lauer Abend, nicht wahr, Gefährten? Was? Ja, wunderbares Reisewetter. Wetter? Ach so, ja, wunderbar, ja. Ich mag diese belanglosen Konversationen über das Wetter. Sie sind so... Spätzer. Ein paar Helle, die fände ich erfrischend. Bis dahin muss alles repariert sein, verstanden? Den krieg ich gerade... ein wunderbarer lauer Abend, nicht wahr, Gefährten? Guten Tag, ja, das Wetter ist wunderbar. Entschuldigt, aber wir sind gerade in einer wichtigen Besprechung. Über das Wetter, ich verstehe. Ist euer Reiseziel auch nahe, Doret, oder? Das geht dich gar nichts an, Mensch. Aber da wir nichts zu verbergen haben, können wir es ja ruhig verraten. Wir sind, Oh Gott, das ist so offensichtlich. Wir sind nichts als einfache Handelsreisende und haben Wichtiges zu besprechen. Wie zum Beispiel die momentane Wetterlage, ich verstehe. Ich habe gehört, von Süd-Südwest soll eine leichte, kalte Gewitterfront heranziehen. Oh, das wird schrecklich heute Abend. Genau, wir haben Privates zu besprechen. Also los, zieh ab! Oh, wie elegant und unauffällig du das gesagt hast, Gamlund. Ich bin beeindruckt. Gamlund? Was soll denn das heißen? Machst du dich über mich lustig, Guano? Fuchsenberg. Ich meine Fuchsenberg. Oh, das sind echt Meisterspione, die 3. Es ist wohl besser, ihr geht jetzt. Aber ich bin sicher, irgendeiner der einfachen Seeleute freut sich über ein Gespräch mit euch. Aber ihr seid doch auch einfache Handelsreisende, dachte ich. Was schleichst du denn hier immer noch rum? Warum seid ihr so abweisend? Ich wollte euch doch nur kennenlernen. Ich will doch nur Aufmerksamkeit. Du möchtest uns kennenlernen?
Wenn du uns weiter belauschst, kannst du meine Axt kennenlernen. Ihr solltet euch das zu Herzen nehmen. Die Axt meines Begleiters ist nämlich deutlich schärfer als sein Verstand. Und seine Laune schlechter als sein Atem. Oh, jetzt geht's ja aber los mit den fetten Diss. Kuano, auch du kannst meine Axt gern kennenlernen. Aber wir wollen noch keine Haare spalten. Das Vergnügen hatte ich fast schon mal. Ich verzichte dankend. Außerdem heiße ich doch gar nicht Kuano, sondern Dabro. Dabro Fuchsenberg. Schon vergessen? Ha, was? Wer ist denn Kuano? Diesen Namen habe ich noch nie zuvor gehört. Schluss jetzt, ihr beiden. Lasst uns endlich diese Beratung beenden. Verzeiht, mein Herr, aber wir würden gerne unter uns sein. Aber natürlich. Das verstehe ich voll und ganz. Entschuldigt bitte. Doch eure Anwesenheit ist meinen Gefährten zurzeit nicht genehm. Aber euch natürlich. Dementsprechend lasst uns bitte ein bisschen über die momentane Wetterlage reden. Ich wollte nicht stören. Gute Nacht. Und ich verziehe mich mal wieder. Ich mag diese belanglosen Konversationen über das Wetter. Sie sind so erfrischend. Und ich lasse einfach mal jedem Zuschauer die Freiheit, sich selbst seine Gedanken darüber zu formen. Aber ich denke, das meiste ist schon recht offensichtlich. Aber wir wollen ja, wie ich es schon einmal in der letzten Aufnahme gesagt hatte, ich denke, wir können hier Gullmund. Gullmund wird meist als Tee zubereitet und hat dann eine kurze, kräftesteigernde Wirkung. Direkt angewendet kann Gullmund leichte Vergiftungen heilen. Entdecken, Talent, Wildnisleben 4, Probe, Pflanzenkunde, Schwert um 4. Aber haben wir ja eh alles nicht, von dem her wird es auch gar nicht angezeigt. Und es lohnt sich nicht wirklich, hier die Pflanze zu pflücken. Und an dieser Stelle kann ich mir ganz kurz, hatte ich ja schon mal gesagt, auch wenn ich das alles schon in dem anderen Let's Play zu Tragen Sorgen 1 gemacht habe, kann ich ja hier mal ganz kurz auf das Probensystem etc. eingehen. Und zwar, man sieht hier Pflanzenkunde in der Klammer, das ist unser Talent. Eine Pflanze findest du über das Talent Wildnisleben. Sie wird je nach Schwierigkeit in der Minimap oben links angezeigt. Klicke ein gefundenes Kraut mit linker Maustaste an. Der erste der selektierten Helden wird sie abernten. Aber achte darauf, dass du einen mit einem hohen Wert in Talent Pflanzenkunde auswählst. Denn schafft er die Probe nicht, so ist die Pflanze für eine Weile zerstört. Zum Glück wachsen alle Pflanzen nach, kehre einfach später wieder zurück. Wunderbar, dass das Tutorial gleich darauf eingeht. Ich hoffe, ich kann mir das alles noch einigermaßen zusammenreimen. Jedenfalls steht hier in der Klammer unser Talentwert. Und umso höher der ist, umso besser ist es für uns. Denn die jeweilige Probe jetzt zum Beispiel ist die Frage, schaffen wir es, Gullmund zu ernten? Ja, darauf wird quasi eine Probe geworfen. Das ist quasi die Antwort. Da guckt das Spiel, schafft er es oder schafft er es nicht. Und diese Antwort wird entweder erschwert oder erleichtert. Oder vielleicht eben wird nichts damit gemacht. Also eben erschwert um 0 bzw. erleichtert um 0. Es kann auch sein. Dass erschwert das schwieriger macht und erleichtert leichter ist er eigentlich offensichtlich. Und da vorne können wir doch bestimmt schon Nadored sehen, oder? Ach, das ist ja interessant. Können wir doch eigentlich von hier zu Fuß hinlaufen? Und was ist denn das für ein Haus? Ach, das ist ja schön. Genau, und dann sieht man hier in der Klammer, das sind die drei Eigenschaften, die mit dem jeweiligen Talent zusammenhängen. Man kann es ja hier mal ganz kurz sehen. Beispielhaft an Pflanzenkunde, Klugheit, Intuition und Fingerfertigkeit. Es gibt zu jedem Talent, auch Kampftalente, Sonderfertigkeiten, Zauber und alles, immer drei Eigenschaften, die da eine Rolle spielen. Es kann zum Beispiel auch eine Eigenschaft zweimal drin vorkommen, aber es sind halt immer drei Würfe. Und dann wird quasi eine Zufallszahl zwischen 1 und 20 geworfen. Und dabei ist 1 das beste Ergebnis und 20 das schlechteste Ergebnis. Ist es schon auch ein bisschen her, seit ich mich da schlau gemacht habe. In manchen Spielen ist es ja so, in Pen and Paper, dass eine 1 ein kritischer Erfolg ist und eine 20 ein kritischer Misserfolg. Weil es quasi egal ist, was man bei den anderen Würfen würfelt. Zum Beispiel, wenn beim ersten eine 20 ist, dann ist es gleich komplett nicht geschafft und man kriegt noch einen derben Malus, irgendein, weiß nicht, man fällt die Treppe runter und bricht sich das Genick und ist tot.
Ja, das wäre dann zum Beispiel beim Talent Probe Treppe runtergehen. Bei einer 20. Und dann wird eben geguckt, ob die Würfelzahl, die gewürfelt wird, unter dem jeweiligen Talent ist. Zum Beispiel jetzt hier beispielhaft Klugheit 3. Wir haben Klugheit 16. Dementsprechend wäre dieser Wurf geschafft. Dann Intuition 19. Der liegt ja leicht über unserem Wert für Intuition von 16. Und zwar um 3. Und da kommt dann jetzt das Talentwert ins Spiel. Denn jetzt wird geguckt, auf welchem Talentwert das ist. Und das wäre jetzt hier 0. Wenn es zum Beispiel auf 5 wäre, dann hätte man es noch 5, wie heißen die, 5 Punkte frei. Irgendwelche Talentwertpunkte oder so, die man dann auf diese 3 Würfe verteilen kann. Und die werden dann sozusagen subtrahiert, beziehungsweise zu der Eigenschaft addiert. Für den jeweiligen Einzelwurf, also nicht für das komplette Dreiergedöns, sondern nur für das Einzelne. Zum Beispiel hätten wir jetzt Pflanzenkunde 5, könnten wir 3 Punkte davon nehmen, auf Intuition legen und dann hätten wir diese 19 auch geschafft, obwohl das gewürfelte Ergebnis eigentlich über unsere Eigenschaft liegt. Und dann bei Fingerfertigkeit 13 wären wir auch drunter, müssten also nochmal 3 Punkte verteilen. Wir haben aber eigentlich nur noch 2 übrig. Da die ganze Probe aber um 4 erschwert ist, werden 4 Punkte von unseren übrigen Talentwertpunkten hier abgezogen. Beziehungsweise wir haben einfach 4 weniger, die wir verteilen können. Oder ist halt um 4 schwerer. Oder wenn es erleichtert ist um 2, dann kommen nochmal 2 Talentwertpunkte dazu, die man hier auf seine Probe verteilen kann, die einem diese Sache eben einfacher machen. Ne, soweit verstanden, so gut. Und das Ganze gibt es dann eigentlich auch bei allen anderen Aktionen, zum Beispiel beim Kampf wird geschaut, ja, ich weiß nicht, der Gegner hat eine Abwehr von 20, du musst jetzt Körperkraft irgendwie eine Probe machen mit Angreifen und dann, was, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht genau. Aber im Grunde genommen ist halt alles auf Proben und Zufall und dieses Verteilen der Werte und so ausgelegt. Das heißt, wenn man alle Pflanzen pflücken will, es aber nie schafft, weil man zum Beispiel hier bei Fingerfertigkeit immer zu viele Punkte verteilen müsste, als man hat, dann empfiehlt es sich zum Beispiel entweder Pflanzenkunde zu leveln, ne? Hat man noch mehr Punkte, die man auf alles verteilen kann, beliebig, ist natürlich das Beste in diesem Fall, weil angenommen man würfelt Fingerfertigkeit zum Beispiel eine 2, hat bei den anderen aber eine 19, ja? Dann bringt es einem nichts, wenn man die auf 18 hat oder so, aber nur einen Punkt frei hat, ne? Dann kommt man da trotzdem nicht weiter. Dann hat man eben mehr Punkte frei, die man da eben einsetzen kann. Ist ja alles logisch und, wie gesagt, selbsterklärend. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt hier schon wieder 10 Minuten drüber laber. Ich will es halt einfach nur anschaulich erklären, weil wenn man sich halt das erste Mal in diese Materie reinversetzt und so, ist es alles ein bisschen kompliziert und enormer Input. Oder wenn man das erste Mal Drakensang spielt, man hat es ja auch an meinem Blind Let's Play zu Drakensang 1 in den ersten Folgen gesehen, als wir Blumen pflücken waren, habe ich mich immer gewundert, warum das nicht klappt und wie das nur funktioniert und so. Dementsprechend für euch Zuschauer erkläre ich das doch gerne einmal.